Hallo und herzlich willkommen zu einem Trash-Wichtel 2022. Ich habe schon gar fast vergessen vor lauter Trashigkeit hier, weil ich habe kein Menü nix hier im Spiel. Ich bin Nummer 9, das Türchen Nummer 9, falls ich nicht wieder falsch habe wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ich ja auch total verpeilt. Und ich habe ein Glöckchen dabei. Ich hoffe, man hört nichts. Hört man das? Ja, man hört es. Ich mach's mal ab oder wenn es zu laut ist, nach hinten, damit man Gelaber mehr hört und weniger das Glöckchen. So. Ja, ich habe mich sogar ein bisschen weihnachtlich hier eingerichtet mit einem Overlay, was ich selbst gemacht habe, weil ich keins gefunden habe, was mir irgendwie gefallen würde. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie mein Spiel ist. Here we go. Okay, das ist links und rechts, das kann springen. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Ich sammle mal das da auf. Auf den Stein. Okay, so ein bisschen. Kann ich das auch mit meinen Dings kontrollieren? Moment. Mal eben, ob es auf den Controller geht, dann kann ich mir das ein bisschen sparen. Ich hätte mich auf die andere Seite schmeißen sollen, vielleicht. Egal. Mal gucken. Ja, und wo geht springen? Gar nicht. Okay. Laufen geht, springen nicht. Gut, dann wird es dann doch nur Maus und Tastatur bleiben. Ich mach mal eben das Glöckchen hier ab, das geht mir nämlich selbst gerade auf die Nerven. Ich muss 45 Minuten, müssen wir dieses Spiel hier durchhalten. Die anderen Kanäle, die halt noch mitspielen, die verlinke ich natürlich auch unten mit dabei. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas erzählen. Auf jeden Fall wollte ich mich beim lieben Benutzername bedanken, dass ich wieder mitmachen durfte. Ich werde auf jeden Fall, wenn es klappt, beim nächsten Mal auch wieder mitmachen. Hat auf jeden Fall Spaß. So, da haben wir zurück. Toller. Okay. Kann ich irgendwas hier machen oder so? E, F? Nein, okay. Lauf, Dickerchen, lauf. Okay, ich muss nicht laufen. Okay. Es ist ein bisschen schwerfällig. Entschuldigung fürs Schreien. Und tschüss. Wir haben keine Lebensleiste. Ich muss das hier nur 45 Minuten lang aushalten. Das ist doch schon mal gut. Ich darf nicht mittendrin springen, weil dann passiert nichts. Ich muss dazu sagen, es passt, weil nicht voll und ganz. Es ist süß gemacht, aber. Die Steuerung ein bisschen. Uff. Springt er nicht? Ich habe doch springen gedrückt. Das typische, ich habe doch gedrückt. Ah! Ging so wie so ein alter Mann hier schon. Warum springt? Nee. Komm, du bist doch der Weihnachtsmann. Ho, 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 dich einfach nach, von einem Ding zum anderen Ding. Oh, Gottes ja. Ja, na? Wir spießen den Weihnachtsmann auf. Yay! Ich sehe schon kommen, dass ich 45 Minuten lang allein dieses Level nur machen werde. Aber ist okay. Ist okay. Wir machen das Beste daraus. Und wenn wir einfach nur Trash-Talk machen, das ist dann. Au, egal. Habt ihr denn schon was Schönes zum Nikolaus bekommen? Habt ihr einen schönen Nikolaustag gehabt? Oder so? Und ja, was habt ihr gemacht zu Weihnachten? Ich plane da mit dem Weihnachtsmann abstürzen zu lassen. Ach ja, das erinnert mich so ein bisschen an die ganz, ganz alten Spiele von früher so. Oh, okay, man darf nicht mal die Dinge da oben streifen. Das darfst du gar nicht. Das ist sofortiger Tod. Instant Tod. Wir wissen. Hopp. Ich habe jetzt gerade einen Erfolg freigeschaltet, Jumper. Ob ich jetzt auch mal so stolz sein soll, weiß ich noch nicht. Ich lege mir mal meine Deckchen bereit, ich schütte mir gleich mal Tee ein. Das wird eine längere Session hier.
Zumindest muss ich nicht so viel nachdenken, das ist ein Vorteil. Aber ich glaube, das habe ich vorhin schon erwähnt, oder? Also nicht böse, wenn ich mich mal wiederhole. Ja, okay, das geht so nicht. Wenn ich mich wiederhole, mein Hirn ist noch ein bisschen out of order. So. Warum da drückst du schon springen und der springt einfach nicht. Der Tod der Wacheln. Ich habe mich sogar extra ein bisschen weihnachtlich hier bekleidet, passend zu meinen Haaren eine Mütze. Ich bin auch ganz stolz, wie ich die bekommen habe. War ich auch ganz stolz, wie ich sie bekommen habe. So rum. Geiles Deutsch heute wieder mal. Geht doch. So. Dann spring, du Weihnachtssack. Nicht in die Dackel rein. Okay. Wir haben 6 Minuten von 45 geschafft. Wir werden 45 Minuten an diesen einen. Ich hätte gar nicht cool vor, aber. Nö. Ich hab das Trash-Spiel bekommen, ihr dürft mit mir leiden. Ich kann einfach so jetzt gehen, ohne dass ich das. Nö. Natürlich. Ich habe auch springen gedrückt. Das ist halt die Leertaste. Die versuche ich halt nicht zu hämmern wie bescheuert. Aber manchmal ist es. Echt nicht leicht. Okay. Nein! Och, Menno. Wir hätten es doch fast geschafft. Och, Mensch. Ich bin doch da drauf, wo du hinspringen sollst. Kann ich hier überhaupt was machen? Ho, 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 ich bring euch die Geschenke, yo! Ich bin der Dude, der alte Sack. Hey, ich bin der Dude mit dem alten Sack. Und schmeiß mich einfach in den Graben. willkommen zu Run, Jump, Die, Repeat. Eigentlich heißt das Spiel anders, ich habe den Namen vergessen. Irgendwas, glaube ich, Christmas Santa Trouble. Ja, das kann ich nachvollziehen, warum der Trouble hat. Weil die Koordination dieses alten Mannes ist echt unter aller Kanone. Der ist sogar meine besser und ich bin schon scheiße dabei. Jetzt aber. Oh! Du hast es mit den Stacheln, alter Sack, ne? Mom, Son! Ja, geil! Ach ja. Das Spiel ist gar nicht frustrierend. Gibt schlimmere. Ich schwöre dir, ich hau gleich auf diese blöde Tastatur. So dann. Muss ich mit dem Finger so direkt draufklopfen, damit du kapierst. Du musst springen, alter Mann. Springen. Auch wenn die Arthritis nicht mehr zulässt. Hast keine Lepra, hier ist kein Bein dabei. Kein Bier dabei, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich wollte keinen Flow mitnehmen des Springens, aber. Oh, täglich grüßt das Mammelchen. Oh, ein Sack. Herr Kollektor. Ich bekomme voll die Erfolge. Für etwas, was ich wahrscheinlich gar nicht wirklich getan habe. Einfach weil das Spiel mich in die Stacheln reinreitet.
frage mich aber, warum der noch eine ganze Weile rumslidet, wenn er einmal von diesen Stacheln getroffen wird. So die Blutspur, die einen dann irgendwie, die alte Blutspur von den alten Weihnachtsmännern, die dann irgendwie noch da ist und den dann sliden lässt oder was. Alle Weihnachtsmänner mussten diese Prüfung ablegen und nur dann konnten sie, yay, geil, konnten sie echte Weihnachtsmänner werden. Leider sind viele dabei gestorben, aber ich, ich hab's geschafft. Bin the last one. Oh. Ich guck mal kurz die Kinder rein, den Abtrot drin. Oh, Hilfe. Wir trampeln auf den Geschenken der Kinder rum. Egal. So. Yay. Ihr kennt's ja, ne? Jetzt halt. Oh, da ist ein Teddy. Oh, der ist ja so schön. Das war der Zuschrei von Weihnachten. Ich hab doch Jump gedrückt. Hier, ich beweise es. Ich drücke. Aber er springt nicht. Die Knie sind kaputt. Da hilft auch der Teddybär nicht mehr. Ich häng fest. Ja, und jetzt? Kommt das Ding wieder oder bleibt es jetzt weg? Naja. Da er diese Operation nicht mehr durchführen konnte, dieser arme Weihnachtsmann, war er gezwungen, den Abgrund ins Auge zu blicken und zu springen. Das ist ein bisschen doof gemacht, dass sie nicht wieder zurückkommen. Ich meine, wenn man es einmal verkackt, musst du sozusagen in den Abgrund stürzen. Einfach da hast du aus kein Leben. Also. Ihr wisst, was ich meine. Also wir haben schon ein Leben außerhalb von Gaming. Ja. Mir ist aufgefallen, dass es eine gelbe Lichtlein bei mir mittendrin aussieht wie ein kleiner Lolli. Ich immer das Bedürfnis habe, dran zu machen. Und hier unten das Seite. Hä? Was war denn das gerade eben? Alpha war irgendwo mittendrin oder was? Oh, der Glanz! Oh, man, oh! Oi! Ja, jetzt kommen sie, ne? Die Musik ist auch echt nicht nervig. Echt gar nicht. Ja, nicht auf die Eier. Nein! Warum hat er denn? Fühlt meinen Schmerz! Da war ich doch schon oben. Und dann springt dieser Sack einfach nicht. Ich habe gerade nur 14 Minuten geschafft. Ho, 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 ho!
Das alles Lebkuchen ist. Hafenfreund. Aber reinbeißen. Aber durchfressen. Ein Zuckerguss. Lebkuchen und Zuckerguss. Jetzt habe ich nicht mehr diesen Sprung, ey. Eigentlich war das nicht mit Absicht. Ich bin wirklich so doof. Da stehen wir, wenn ich boxen könnte, würde ich ihn boxen. Jetzt einfach nur, weil ich es könnte dann. Ich mag nicht mehr. Version einer Leertaste auslassen. Stehe ich hier. Keine Chance weiterzukommen. Absolut keine Lehre in meinem Leben. Also das können Sie mir auflegen. Okay. Und ich habe gerade nur 16 Minuten geschafft. Hilfe, ich bin in der Weihnachtshölle. Hey. Ihr habt aber auch gesehen, da war eine Wand. Ja, da ist gegen eine Wand gelaufen. Da war ein Block, der war wieder so hoch und zack, rinnt der Geische. Nein, das wird nix. Ich klebe an diesen Stein. Oh, das war Liebe auf den ersten Schlag. Nein. Übrigens, der Teddy wäre auch ein Dingsstein, der wäre so ein. Was heißt denn ich? Huch! Hätte sein können, dass man irgendwas pflücken kann. Ja, stürzt sich ins Loch. Das ist egal. Stürzt sich in den Abgrund, Weihnachtsmann. Ist eh alles zu spät. Ja, aber auch immer so freundlich dabei, so schön fröhlich dabei lächelt, ne? Ich wäre schon längst ausgerastet. Oder meine Theorie ist echt. Das ist immer ein neuer Weihnachtsmann. Geklont worden wie bei Dings. Wie Alice. Also nicht Alice im Wunderland, sondern Alice von Resident Evil. Sag mal, warum springst denn du Depp nicht? Warum? Man nimmt keinen Sinn. Warte! Ist das der Vorhof zur Hölle? Ja. Ach, endlich. Jetzt verkacke ich es wahrscheinlich hier. Oh, nein! Das Spiel mobbt mich ja so hart, ne? Was machen wir jetzt anders hier? Ich hau jetzt mit den anderen Finger als drauf. Und spring trotzdem daneben.
Aber da werde ich von diesem Lied träumen, ich schwör's. Ja, auch manchmal ganz komische Träume. Hab die sehr oft. Sieht immer ähnliches Sterben gerade. Diese Dame. Ich glaube, abends mal hier gucke ich, guck, ob alles läuft, wie es laufen soll. Weil manchmal macht meine Kamera irgendwelche Späße, die es nicht machen soll. Wenn sie wirklich zwischendurch mal eine andere Musik reinmachen können, die einen vielleicht nicht schon das Hirn raus bluten lässt. Ich verbrenne jetzt lieber das Maul. Was soll ich jetzt machen? Nee, besser nicht. Ich brauche mein Maul noch. Ich liebe ja auch diese Musik so sehr. Ich werde danach den schlimmsten Albtraum ever haben. Wir fangen wieder Schleifen mit dieser Musik. Wenn ich versuche, über Abgründe mit Stacheln zu spielen. Der letzte Traum war gewesen, dass ich, als zu einem Haus zurückkehren musste, was mich irgendwie umbringen wollte. Also ich hatte irgendwann mal, irgendwie habe ich ja da familiären Leben gehabt. Ich habe so ein bisschen wahrscheinlich Black Mirror irgendwie im Kopf gehabt. Und die wollte mich sowieso nicht lebend sehen. Die haben das aber schon seit Generationen in diesem Haus gelebt irgendwie. Und die ältere Generation lebt da auch noch drin. Okay. Die ältere Generation lebt auch noch drin und so. Und die wollten, als ich zurückkehre. Und ich wollte aber nicht, weil das Haus irgendwie versucht hat, mich umzubringen. Ich weiß nicht warum, aber war halt so. Und ich musste dann wieder zu diesem Haus zurückkehren. Warum auch immer? Genau, weil ich bin, glaube ich, irgendwie gekidnappt worden und dann in dieses Haus zurückgebracht worden. So war es, glaube ich, gewesen. Und dann. Oh cool, ich habe es nicht geschafft. Yay. Ich will auch nur Scheiße labern, dann funktioniert die Sache auch schon. Jetzt scheiße, wenn ich das jetzt funktioniert hätte. Ja, auf jeden Fall bin ich dann zurück zu dem Haus. Und musste. Ich habe dann einfach mal Räume durchsucht, um zu gucken, was das halt von mir wollte. Und dann ist halt irgendwie ein Diener aufgetaucht. Der hat mich so ein bisschen an Stranger Things, an den Blondhagen. An den Blondhagen erinnert, nur halt mit längeren Haaren und ein bisschen muskulöser. Warum auch immer das mir so in den Kopf kam. Wir wollen mir Sender killen. Ja. Yeah. Und ich habe dann irgendwie die Schränke durchsucht und habe dann halt irgendeinen Beweis gesucht, dass diese Familie einfach nur bescheuert ist. Beziehungsweise irgendwie was geplant hat, ungefähr sowas zum Beispiel. Und da kam halt wieder dieser Typ dazu, hat gefragt, ja, was mache ich denn hier? Ich so, keine Ahnung, ich suche einfach durch die Schränke. Lustigerweise waren die Türen zu dem Raum, in dem ich reingegangen bin, so schmal, dass da nicht mal, dass da halt
kein normaler Mensch eigentlich durchpassen würde, auch so läuft seitlich. Moment. Und das war halt alles so ein bisschen komisch geregelt, fand ich schon. Was hier, das war dann wirklich, du kamst schon durch, musst aber immer seitlich durchgehen. Also dickere Leute hätten da schon Probleme gehabt, die gehen da schon gar mehr durch. Und hä? Okay. Ich muss mich ganz kurz sortieren. Und dann habe ich ja gesagt, ja, eigentlich habe ich ja so nichts gegen das Haus. Auch wenn es versucht hat, mich umzubringen, habe ich so eigentlich nichts gegen das Haus. Ich hätte nur irgendwie mal, glaube ich, erwähnt gehabt, dass ich das Haus abreißen lassen will. Und deswegen war das Haus irgendwie sauer auf mich. Ein Haus, was auf einen Menschen sauer ist. Yay, Arschbombe! Bringt eh nichts, ich muss eh. So. Ich denke mir erst hier lang. Dann habe ich aber gesagt, irgendwie mag ich das Haus ja schon. Ich meine, das ist ein schönes altes Haus, es ist schön gemacht und so. Und bliblablub. Dann hat er gemeint, ja, also würdest du das Haus nicht abreißen? Ich so, nein, würde ich nicht. Ich würde es halt aufbewahren. Das heißt aufbewahren, also verschönern, beziehungsweise halt ein bisschen restaurieren, das würde ich tun, aber ich würde es halt nicht abreißen. Dann gemeint, ja, okay. Dann ist ja alles gut. Und vielleicht habe ich mich auch getäuscht, dass das Haus mich umbringen will, hat er gemeint gehabt und so. Vielleicht ist er sterben. Auf jeden Fall bin ich dann, habe ich mir dann gesagt, okay, warum sagt er mir eigentlich das? Ich habe keine Ahnung, warum er das getan hat. Auf jeden Fall ist er dann angeblich gerufen worden von der Lordschaft oder whatever. Ich habe nur einen Glockenklang gehört, mehr hatte ich eigentlich gehört gehabt. Und dann war er aber auch schon weg. Beziehungsweise ich habe noch Tschüss gesagt und dann war er schon weg, als wäre er nie da gewesen. Und das Haus selbst war wirklich so in älteren Zustand, war ein schönes Haus gewesen, hat auch viele ältere Sachen, halt auch altmodische Möbel, die ich jetzt nicht unbedingt behalten würde, aber halt sonst so eigentlich ziemlich schöne Sachen. So halt mittelalterlich bisschen mit dabei, alles drum und dran. Yay, almost done! Ich glaube, ich muss einfach nur weiter quatschen und dann passt die Sachen schon. Nein, 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 jetzt. Und jetzt? Stehe ich hier und singe, kommen Sie von der Kamera, wo ich hin muss, lalalala. Tschüss! Es ist immer schön, dass die Musik sich auch wiederholt. Auf jeden Fall ein nicer Traum gewesen, der aber verwirrend war. Ich habe auch schon Schlimmeres gehabt. Ich habe auch schon geträumt irgendwie, dass Leute verseucht sind, in denen ihr irgendein Vieh in die Waden beißt. Ja, in die Waden. Als auch vor kurzem und dann wurden sie zum Monster. Das war aber, muss ich jetzt sagen, davor habe ich das Kalisto-Protokoll gespielt und ich glaube, da kann man verstehen, warum man sowas träumt. Ich habe nur noch 15 Minuten.
Kann mir einer verraten, wie ich jetzt zurückkommen soll? Jo, klar, das funktioniert doch. Schnucki, das funktioniert einmal bei sowas, ne? Ich weiß nicht, über welche Horrorspiele spiele, habe ich danach ganz weirde Träume. Woran das wohl liegen mag? Ich weiß Mann! Ach, das Spiel ist so ein Träumchen, ist das so ein Träumchen, ich sag ja. Da spiele ich tausendmal lieber das Callisto-Protokoll in ruckeliger Form. Als das jetzt hier. Bin ich froh, dass wenig Leute mein sowas bei mir sehen werden, so dass sie wenigstens nicht mein Geschrei mitkriegen. Nein! I'm screaming for a white chipness. Hoppala. Ich schaff den Sprung nicht mehr. Ist das nicht mehr Ebbele oder was? Auf jetzt ein Tee. Immer noch heiß ist. Ich bedanke mich sehr für dieses Spiel. Das ist echt ein Megaspiel. Ich kann mich kaum halten vor Begeisterung. Warum? Kann man das anders erschaffen, bitteschön? Ist ja Mario und Scheiße. Ich hatte schon teilweise Level bei Mario schon zum Wurksten. Ich jetzt so. Jui. Oh, okay. Auch nicht. Ich meine, du berührst die nur mal kurz. Die kommen auch nicht mehr zurück. Das ist ja das Problem. Die sozusagen mit der linken Arschbacke kurz an und dann war's das. Die rechte passt schon gar mehr drauf. Hui. Oh, das war eins zu viel. Okay. Ich
bin jetzt mal so frech, ich gehe jetzt einfach mal geradeaus weiter, einfach nur um zu gucken, was da noch so ist. Weil ich glaube, das ist viel anders als zu machen sein. Hui! Ach du Scheiße. Ah! Weil das funktioniert nicht mehr. Da ist er weg. Da verzupft sich der Weihnachtsmann in den Abgrund. Freut sich ein Arsch. Diese verkackte, dämliche Level geschaffen. Neuauflage. Wie passt immer den Punkt, ey? Dem Lack. Aber ich krieg das nicht mehr jetzt hin. Ich bin halt nicht kein Weg oder Art und Weise, anders zu machen. Du kannst ja nicht von da aus wieder auf diese eine Plattform springen, das geht ja nicht. Na, komm, hopp's ja drauf, du. Fetter Sack, du Fetter. So Santas Albtraum, ey. Den Geschenken der Kinder rumhopsen. Versuchen, an seinen Sack zu kommen. Den Absprung nicht geschafft, du. Das war bei 0,0 von 20, ne? Den krieg ich ganz, du. Wir haben es schon mal auf der Ebene geschafft. Ja, das ist schon mal weiter als vorher. Ah, Team Statchet.
Ich mag nie mehr Hackfrey. Ah! Ich mag nie mehr Hackfrey. Haben wir es wieder geschafft. Yeah. Gib Gummi Santa, du schaffst das. Go Santa, du schaffst das. Nicht. Gib Gummi, du schaffst das. Go Santa, du bist das. Der Star, oh yeah. Deine Sprungkraft ist die beste. Go Santa, yo yeah. Jo. Haben jetzt hier Schiedeling für Santa. Go Santa, go Santa. Oh yeah, aha, oh yeah, oh nein. Komm, nutz deinen dicken Bauch, um mehr Schwung zu kriegen. Ja, Mann, Senta. Du bist der schlechteste von allen. Will ich jetzt wirklich die 3 Minuten noch durchziehen? Komm, zieh mir die 3 Minuten durch. Ich fühle mich jetzt hier von Level zu Level. Ich fühle euch mit. Hoppala. Ach ja, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt hängen wir eine andere Verwandte fest. Ein bisschen länger, weil ich habe ja noch Hallo und allen gesagt und aber ich mag nicht mehr. Ich mag nicht länger. Das tut schon so weh. Mir einen Tee mit Schuss wollen. Nein, nicht die Alpha von hängen bleiben. Nein! Wenn ich diese Mütze nicht so toll finde mit meiner Pinke, würde ich sie zerbeißen jetzt. Bleibt der ausgerechnet dann hängen. Die Placken, ey. Uff.
Nein, ich beiß nicht meine Decke rein. Letzten Versuch starte ich jetzt noch. Hab eigentlich schon das Ziel. Nicht, dass wenn ihr Ehrgeiz habt und endlich es schaffen wollt. Werde schaffen. Mhm. Nein! Oh, ich hab nicht mehr geschafft. So schon mal nicht. Und das kann. Okay, das Spiel mag mich nicht mehr. Das Spiel hat. Na, vorbei. Ist okay. So. Dann habe ich meine 45 Minuten für mich auch geschafft. Tut mir leid, wenn es mal ein bisschen früher ist. Ja, ich hoffe, das ist okay. Wenn nicht, tut's mir leid. Total. Mega leid. Richtig ganz doll leid. Ich guck gerade nur was nach. Leider jetzt, ich habe mein Spiel von einem guten Batch bekommen. Der war jetzt am 7., nee, am 8. dran. Bin ich doof heute. Der war am 8. dran gewesen. Und ja, ich mach mal das. Scheiße. So, der war am 8. dran. Schaut doch mal bei den anderen vorbei. Bis zum 24. ist alles dabei. Und von 4. bis zum 24. in jedem Türchen kommt ein trashiges Spiel. Und ja, und ich hoffe, ihr habt Freude daran, uns zuzuschauen, wie wir verzweifeln an unseren trashigen Spielchen. Morgen ist Vira dran, die liebe Sira Komori hat ein Spiel von mir bekommen. Ich hoffe, sie hat ganz viel Freude damit. Oder hatte, weil sie hat es schon aufgenommen, im Gegensatz zu mir, ich war ein bisschen schwer dran. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch alles Gute, eine frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann, wir sehen uns beim nächsten Trash-Wichtel oder beim nächsten Let's Play von mir. Also das nächste Trash-Wichteln wäre dann, glaube ich, dann halt, wenn es Weihnachten wieder ist, dann Weihnachten 2023 und eventuell sogar Ostern, mal schauen, ob ich da auch mitmachen kann, dann wäre es halt nächstes Jahr Ostern. Ja, dann bin ich für heute fertig, habe meine Zeit durchgezogen und werde am Ende nochmal, also nach dem hier, nochmal ein Bild dazu schneiden, wo ihr nochmal seht, wer wann ist. Aber ihr werdet es auch unten in der Beschreibung sehen. Ich werde alle in der Beschreibung unten verlinken. Und ja, schaut einfach mal rein. Also dann, tschüss!